Willkommen, Freunde. Wir schauen uns endlich mal The Avengers an. Ich hatte ja jetzt schon einen Trailer hochgeladen vom Vorspann und ich denke mal, wir joinen jetzt mal in das Game und spielen mal eine Kampagne Singleplayer, um mal zu gucken, wie das Game ist und in der Hoffnung, fette Story, geiles Game und dann, das war es richtig schön durchzocken. Grafik ist schon sehr nice, muss man sagen. Schön episch. Okay, holen wir mein Abzeichen. Oh, sehr geil. Wettbewerb, ich komme. So würde ich jubeln, wenn ich 1000 Abonnenten hätte. So, drücke LS, um zu sprinten. Ja, sie kann es kaum abwarten. Alter, die Grafik, ey, das sieht aber echt fett aus. So, drücke links, um... Fotomodus, was haben wir hier? Comics, Informationen, Sammlung, Ausrüstung, Fähigkeiten. Und die andere, ich will ein Avenger werden. Okay. Gehen wir mal zurück. Okay, ich denke mal, der Rest wird uns noch erklärt. Willkommen zum Avengers Day. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Oh cool, also ich muss alle 5 Comics, dann die liegen doch da. Warum muss ich die jetzt sammeln? Der VIP-Balkon, da muss ich hin. Okay, dann suchen wir mal, ob wir die finden. So, was haben wir denn? Taktikbewusstsein. Drücke, um Taktikbewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierungen anzuzeigen. Okay, das heißt... Du musst die Barcode scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Start. So, wir lassen uns nicht ablenken. Toller Automat. Also dann, es geht los! Na, von der Steuerung her. Sollte man dran gewöhnen. Jo, Comic 1 haben wir. Sehr gut. Geht doch. Okay, ich habe einen der Comics. Jetzt die anderen. Ja, auch eins? Nee. No, wo werden die denn eigentlich angezeigt? Bonus bei Zielübungen. Ich muss wohl spielen, wenn ich einen der Comics haben will. Ah, hier, alles klar. Ja, ich weiß, sie wollen es versuchen. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Okay, warte mal. Halte LT um drücken und... Jawohl. Nummer 1. Nummer 2. Sollen die grün drücken, ne? Wie ich das richtig verstanden habe. Ah ne, umgedreht. Wir müssen die roten wahrscheinlich treffen, oder? Ja. Alles klar. Ja, ich bin auch so ein Schlumpf. Weißt du, die haben natürlich, sind alle bewaffnet und die grünen halten die Hände hoch und ich schieße auf die. Ich muss es nochmal machen. Ja, das ist kein Thema jetzt. Kriegen wir das so hin, oder? Ja. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. Ja, ist ja gut. Konnte schon wieder nicht zuhören, ey. Das ist ja manchmal mein Fehler hier im Computerspiel. Zack, los. Noch einer. Ja, auch. Oh, das war aber knapp. Ja, der hat den Kopf eingezogen. Sehr gut. Okay, das Aiming mit der Maus, besser gesagt mit dem Joypad, ist noch wieder ein anderes als wahrscheinlich mit der Maus. Okay. Aber das Spiel ist ja ausgelegt für Joypad, also zocken wir das. Ja, Nummer 2. Sehr gut. Ah, wie sich freut, das ist doch cool. Ja, Nummer 2. Gucken wir mal, wo wir die anderen finden. Oh,
Ich lächle, aber ja, du siehst... Ja, ich weiß, sie wollen es versuchen. Die Idee ist aber mal ganz geil. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauche noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Oh, das ist doch nice. Müssen wir uns so merken. So, was haben wir denn? Ist der nächste. Ich muss mich mal dran gewöhnen. Bei manchen Spielen ist es echt so, da musst du dann halt länger gedrückt halten. Ist auch nicht verkehrt. Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Ja, dann probier doch mal. Oh Mann! Oh, 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 das ist so cool! Hui! Da kommt der gleich um die Ecke. Welch Abscheulichkeit ist das? Ihr Held ist da. Ach, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Band. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen ich könnte den Hammer wahrscheinlich noch nicht mal tragen. Göttlicher Macht. Ja, schon. Aber na, da wird der Handschuh wohl ein bisschen uninteressant. Doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Hm. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Ja, Comics. Hammer, das ist gut, aber wir brauchen einen Comic. Konzentrier dich! Nicht vergessen, die Autogrammstunde der Avengers. Ich liebe 2:30 auf der Hauptbühne. Nutzen ja. Sie die Gelegenheit, die mächtigsten Helden der Erde zu treffen. Okay, dann holen wir uns den hier erstmal. Jawohl. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Alter, sind das für ein arrogantes Arschloch. Wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Alter, was für ein Penner. Wenn der Mob und die Presse. Na komm, lass dich nicht entmutigen. Die ganze Welt dir sagt, verschwinde. Dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit. Und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, jetzt guckst du Bleichgesicht, hä? Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Ja, macht sie Leine, ey. Gut gemacht, dafür hätte ich mir einen Comic verdient. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Oh, cool. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. Khan. Khan.
In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey, Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also, vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja, genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America. Und ja, voll am Ausflippen hier. Ich sterbe. Cool, endlich da mal einen positiven Charakter spielen. Ne? Das ist doch mal nice. So. Wieder ein Comic im Sack. Haltet sie in den Händen. Holen wir uns den nächsten noch? Ja, das ist hier eine Tonne. Da wird es wohl kein Comic geben. Cool, noch mehr Comics. Fallen Sie nicht das sind diese Wissenschaftler ein. Aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist Ihr Moment. Mit Starks Geld und Ihrem Verstand werden Sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg? Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Die planen hey, irgendeine Schweinerei, ne? Oder? Oh, ich hab mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Den hab ich schon. Moment, vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Genau. Kommt schon, versucht es! Kann ich's versuchen? Los, probier's, komm schon! So, wir versuchen's. So ja. Knapp. Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, super. Danke. Fast geschafft. VIP-Balkon, ich komme. So, jetzt können wir ja tauschen, ne? Genau, wo ist er denn? Er stand doch hier irgendwo. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super, tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das nenne ich nochmal eine richtige Convention. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Cool. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics. Okay, wir müssen da lang. Unseren VIP-Balkon zu erhalten. Direktor Fury. Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Ach, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Ich dachte auch schon, was passiert denn jetzt? So, genau. Beta, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Genau.
Zugang gewährt. Oh, mein Dad ist auch da, das ist doch cool. Das ist der Onkel? Ach Gott. Ich habe doch schon wieder nicht zugehört. Ich kenne mich doch. Aber es ist auf jeden Fall nice. Das ist so ein positiver Charakter, den wir hier spielen. Wir wollen heute zwei große Errungenschaften feiern. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Freut mich, Peter. Cap spricht. Die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Oha. Danke, Ich glaube, er wollte das gar nicht. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Trifft alle ihre Helden, aber ist ja unglaublich. Yeah! Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja? Oh, das war aber jetzt ein komischer Sprung von der Story, ja? Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen. Alter, fette Grafik, ey. Wow. Heftig geil. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Stand dem B für überspringen. Wie kann man sowas überspringen? Wir brauchen Verstärkung. Alter, geiler Move, Junge. Ihr seid unwürdig. Tony, Tor, wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und so viele LS kleine, drücken Männer und mit B, um auszuweichen. Okay, danke, Bro. Ich habe einen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr frühstücken sollen. Jawohl, so gelobe ich mir das doch. Ist ja wie beim Golfspielen hier. Zack. So. Tor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Ah, so schnell geht das. Das wird lustig. Ah, alles klar. Tor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Alter. Er haut auf jeden Fall mit seinem Hammer ganz schön um die Ecke. So, hier. Ah, nee, warte mal, wir halten, um zu helfen. Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Zu Alter, Glück, war so ganz locker mit der linken Hand. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Ah, hier, guck mal. Bisschen Dampf ausüben und dann fliegt ja alles aus der Luft. Grafisch schon wieder. Bleibt in Deckung. Ich Hilfe ist meine, ich habe jetzt schon so viele Spiele gespielt, aber es ist echt so, dass Grafiken heutzutage, das sind ja mal besser. Klong, klong. White please, advantage Becker. Es ist ja wie beim Tennis hier. Nur dass man gerade keine Karriere spielt.
gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst. Ah, drücke LB, um die Heldenfähigkeit Kriegerzone auszulösen. Eieiei. Ich muss zugeben, das war ziemlich beeindruckend. Ja, überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Die Steine, die hier rumliegen, die so glänzen, können wir die einsammeln, oder? Oha, jetzt kommen sie mit den Schilden. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Ja, jetzt gibt's da einen auf die Mütze, ja. Hier wird nicht geklotzt, hier wird gekleckert oder so ähnlich. Nee, nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Also, wir räumen hier schon ganz gut auf. Es ist noch nicht vorbei, Stark. Hey, komm zurück! Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Stand das in einem von Fuels Berichten, die ich hier lese? Komm schon, Tony, spiele. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Können ich anvisieren hier oder so? Pulsarraketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Aber knapp, wie viel muss ich treffen? Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß, ich hab die verdammten Dinger gebaut. Komm. Alter, das Aiming ist natürlich hier wieder mit Joypad unterirdisch. Aber egal. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Wieder einer weg. In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Alter. Ja. So, warte mal, LT, um zu zielen, okay. So wie beim anderen. Und dann RB. Avenger, der Konvoi transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass natürlich so, wenn es um eine andere Steuerung ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und Goose geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Okay, hier oben ist auch noch einer. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Alter, das. Das ist jetzt auch weg. Hier oben ist auch noch einer. Heftig, wenn die hier rumfliegen. Los, komm. Hau den da runter. Ja, langsam gewöhne ich mich so ein bisschen ans Aiming. Oh, Alter, mal, wie viel gibt's denn da noch? Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trash mit Geschützen zu bestücken? Tony! Ach ja, ich. Oh, jetzt kriege ich immer langsam ein Problem hier. Schütze ist auch zerstört. So fliege ich, okay. Zurück zum Kampf. Ja, ja, ich bin ja schon zurück. Gar nichts. Alles super. Ich habe alles im Griff. Eieiei. Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer. So einen Strahl brauche ich auch. Das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce.
Was von der Convention in irgendeinen Actionkampf. Harter Übergang. Ah, jetzt dürfen wir Hulk spielen. Das finde ich doch mal nice. Ja, komm schon. So, mit. Alter, der räumt natürlich auf, ne? Das ist ja genau mein Charakter hier. Mal gucken, da haben wir. Wie viel haben wir noch? Oh, die haben ja auch schon wieder eine Kanone, das gibt's doch nicht. Sagen, ey, ich werde mich doch nicht von so einer Kanone aufhalten lassen hier. Wer glaubt ihr denn, wer ihr seid? Ah, mit A können wir weiter klettern. Es ist natürlich so, wenn man jetzt ganz oft die Charaktere wechselt, dann kann es sein, dass durch die unterschiedliche Steuerung der Charaktere ein bisschen durcheinander kommt. Nerv ich die Kleinen, was? Bin unterwegs. Aber okay, bis jetzt geht das noch. Ja, komm her, ja. Ich bin's, Hulk. So, wo geht. Ah, hier können wir wieder lang. Alter, wo der hinschlägt, wächst kein Gras. Okay, und Gras auf der Brücke wächst ja sonst so nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin Hulk, hab kurze Beine. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Kuchen. Konzentrier dich, oh. Tony. Alter, wo bin ich denn hingesprungen? Ja. So. Ist jetzt hier wieder zurück oder so? Ich verstehe noch nicht so ganz, wo ich lang soll. Weil. Warte mal, okay. Ich kann es mal hier versuchen, geradeaus. Ah, alles klar. Funktioniert. Wusste ja nicht, dass ich irgendwie auch an die Steinplatten jetzt ranspringen kann. Mit glatten Oberflächen. Weil Steinplatten sind ja eher raue Oberflächen. Alter, ist das heftig hier. Avengers, durch mit mir. Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Ja, auf sie jeden Fall. Doch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Und ich beeil dich, Großer. Drauf. Viel kann sie nicht mehr einstecken. Alter, das ist ja mal ein geiler Move. Eieiei. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Der große Grüne ist hier, du Vogel. Es geht gerade sein Leben für euch. Ja. Alter, wie er den wegkickt. So. Ah, bam. Jawohl. Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Oh Mann, dieser Konkurrenzkampf unter den Leuten. Hey. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Deckung! Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Die Leute sind ja da unterwegs, ey. Das ist eine riesen Armee. An alle Einheiten. Die Chimera wird angegriffen. Evakuiert die Zivilisten. Ja. So schnell ist Ruhe. Steve, kannst du mich hören? Ned! Ned! Mann, sind sie da? Die Verbindung bricht ab! Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen ja, die ihr habt da ein Problem, dass ihr euch mit mir anlegt hier. Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen! Ich komme so schnell ich kann! So. Halte B, während du LS in Richtung rückst.
Warte mal, halte B, während du LS in Richtung deines Gegners. Mach ich doch. So, jetzt war Ruhe hier. Komm! Ja, den werden wir ja wohl hinkriegen, ja, das gibt's doch gar nicht. So, er sagt ja, ich soll B drücken, während ich. Okay, das hat hingehauen. Alter, die Action, ey, das ist unglaublich. Die Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Nein, erledigt ihn. Doc, ich melde mich gleich wieder. Das Schiff hält nicht mehr lange durch. Ich versuch's, ich... Torten! Torten! Ja, wir spielen so ein bisschen Billard mit denen, aber die sind auch nicht zu unterschätzen. Da mal einer richtig trifft, der in dem Wasser ist. Boah, da kommen ja noch mehr, ey. Das ist eine Riesenarmee hier. So, drücke. Avengers, bitte kommt. Okay, Spezialkniffe sind bei LB und RB. Das war bei Hulk auch so. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Scheiße. Ah, scheiße, die Kleine, die war so positiv. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Ja. Thor hat natürlich eine ganz gute Idee. Das nenne ich mal einen Auftritt. Ja, auf jeden Fall den Motor ein bisschen gegrillt. Alter. Der Typ ist doch mal mutig, sich mit uns anzulegen. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Tony, Thor, die Kabel! Ich übernehme den Freak mit dem Zünder. Genau, komm her, Freak mit dem Zünder. Morten, der Typ ab. Ach, ich habe seit unserem letzten Treffen ein paar Sitzungen. Ach ja, hier ist einer. Heißt, ich tritt dir in den Arsch. Ah, sehr gut. Der Fuß der Brücke ist gesichert. Die fällt auch mal eine Menge aus. Leute, ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tony, LKW! Verstanden. Los, komm, zieh mir einen über. Ja, genau. Ja, schön ab und zu mal mit dem Gesicht gebremst. Sehr fein. Komm her, Zündermann. Ich hatte gehofft, mach dir jetzt mal Zunder an. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol's dir. Naja, da habe ich mir ein bisschen ausgewichen. Boah, da hat er mich getroffen, der Sack. Ja,
Ja, komm, baller, baller, baller. Und ausweichen, sehr gut. Und baller. Ich soll ja nicht auf dumme Gedanken kommen hier. Nicht so schnell! Das hätte mir schon gedacht, dass die beiden sich nochmal ein bisschen anders fetzen. Kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Ja, der Humor im Spiel ist schon sehr geil. Gib's mir! Machst du dir wieder Notizen? Was? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Ja. Das Gute ist, dass sie ihn ziemlich geil anvisiert. Geil, komm, bam. Geile Kombo. Zack. Jawohl. Na, da staunst du, ja? Oh, aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ich kenne auch mein Talent. Sind ja hier nicht beim Bouldern. Ey. Alter, die schnellen Bewegungen, ey. Die geilen Kombos. Dein Tanz endet hier. Ja. Das haben schon viele gesagt. Drücke RT, um in Windows-Hackenangriff blauen oder gelben Indikator zu kommen, RT zu benutzen. Okay, machen wir. Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Los, komm. So eine Hakenoption hier. Na, hier kann ich ein bisschen aufladen hier. Mal einsammeln. Boah. Versuchst du noch immer es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf. Der Typ, der hat echt Power, ne? Muss ich sagen. Also ich bin und schon. Das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede. Bin ja auch schon richtig gut, aber halt der Typ ist richtig übel. Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Ja, komm. Zu einem B. Ja, komm. Jetzt haben wir ihn. Ja, sehr geil. Alter. Oh, der hat den Zünder deaktiviert, ey. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Der hat bestimmt noch einen anderen Zünder oder so, ne? Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Oh Mann, ey. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Ach, Scheiße.
Nein. Alter, haben wir es überlebt? Ach Scheiße, ey, die ganze Stadt geht kaputt. Oh Mann. Ja, aber sie wurde gerettet. Naja, okay, aber vor den Rest Jahren der Menschheit, stellten scheiße. Die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkranken und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten Was? Wurden wir verboten mal die Guten, und die jetzt mächtigen die Bösen, Helden ja. gingen verschiedene hoffe, Wege. Wir aber aus der biegen. Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Ich glaube, das ist das Mädel jetzt, ne? Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Hallo, ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Jo. Können wir kurz reden, erwachsen geworden. Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben da auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Das Beste, es gibt keine Jungs. Ich glaube, das sieht sie ein bisschen anders. Ich dich noch mehr. Ah, sie ist echt aber positiv. Du verstehst nicht. Aber jetzt ein bisschen traurig, weil ihre Helden weg sind. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Oh. Gott. Was? Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt! Kommt ja, letzter raus. Versuch. Oh,
ein paar Screenshots machen hier. Das muss ich mir aufheben hier für den Desktop-Hintergrund. Oh nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin. Ja, sie hat. Ich bin drin, ich glaub's nicht. Oh, ja. Alles kopieren. Gesegnet sei dein Riesen-Ego, Tony Stark. Oh. Was ist das? Nicht, nein. Nein. Oh, gesperrt. Aber vielleicht hat sie ja die Daten jetzt trotzdem noch gerettet. Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Okay, sportlich ist sie ja, ne? Oh, shit. Hey. Spring hier rüber. Boah. Die hat auch eigentlich schon coole Kräfte. So Spider-Man-mäßig. Oh nein, was haben wir denn jetzt gemacht? Wollt sie doch nicht umlegen. So, komm. Nur ein bisschen aufpassen hier. Jo. Ich hoffe, dass wir den richtigen Weg auch finden. Hier könnte es weitergehen. Diese fliegenden Toaster sind überall. Ich hoffe, die erwischen uns nicht, bevor wir dahin kommen. Ja, habe ich nicht eben gedacht. Ah, hier geht's so weiter. Und erzielt keinen Punkt. Okay, dann müssen wir uns nochmal ein bisschen trainieren hier, ein bisschen schneller. Komm. Nein, zack. Ich brauche was zum Abstützen. Ich brauche was zum Abstützen, okay. Ah, alles klar. Ja. Komm her, zeig das X. Ja, sehr gut. Da unter. Danke für die Unterstützung. Jetzt müsste es klappen, oder? So geht's. Sehr gut. Sicherheit, wenn nur ich diesen Sprung schaffe. Ja, wenn ich überlege, das kleine Mädel hat aber ganz schön aufgeholt. Ey. Fitnesslevel heftig, richtig gut. Oh, zurück im alten HQ. Unordentlich, aber mein. So, halt. Wurde schon was angezeigt. Wenn jemand versucht, mich aus der Distanz zu kriegen, bin ich im Vorteil. Elastische Arme for the win. Comic gefunden. Halten. Die Frage, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier wahrscheinlich. Nee. Die Frage, wo geht's denn lang? Sind wir hier? Und jetzt ist da an der Decke. Ah, alles klar, ja. Ich glaube, ich weiß schon. Wir müssen den nach hinten ziehen.
Und dann können wir unter den Brettern. Genau, von hier müsste es jetzt klappen. Jawohl, wir sind doch super. Jersey City. Wenn Abu die sieht, wirft er sie weg. Er glaubt immer noch, sie sind schuld an dem, was mir am A-Day passiert ist. Ja, echt schade, ne? Die wurden halt betrogen. Hier ist der Laptop. Okay, dann lass mal sehen. Die Kamera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tarleton. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap. Was ist da los? Er hat ihm auch eine Falle gestellt. Niemals. Tarleton hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Und wenn es keine ist? Ja, versucht mal klug, würde ich sagen. Jemand sollte sich das ansehen. Das Spiel macht auf jeden Fall süchtig. Man will ja eigentlich schon gar nicht aufhören. Sei einfach klug, Kamala. Übergib die Beweise und es ist erledigt. Oh Gott. Bin ich mir erschrocken. Ich dachte, warum taucht der denn da auf? Frage, wo wir jetzt lang müssen. Ach, wir müssen ja uns am Seil festkrallen. Zack. Nur ein kleiner Screenshot. So, hier am Seil. Jetzt hier rüber zur Leiter. Alter. Ich glaube, jetzt geht's runter. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt runter geht. Alter, toughes Mädel, muss ich sagen. Geiler Charakter. Die Katastrophe an Bord der Chimera, den Flaggschiff der Avengers, machte San Francisco der Erdbodenleitung und forderte tausende Todesopfer. Hunderte Überlebende wurden mit gefährlichen, unnatürlichen Kriegsteilen infiziert. Hallo? Ein Inhuman wurde in der Nähe geortet. Gemäß Inhuman-Protokoll Sektion 3 unter Sektion 8.2 bleiben Sie bitte stehen, während wir Sie scannen. Was? Hier ist einer? Übel. Scan abgeschlossen. Keine Inhuman-DNA gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan mitteilen möchten, können Sie auf der AIM-Webseite an einer Umfrage teilnehmen. Vielen Dank. So, mach die Luke dicht. Ist das wirklich passiert? Ja. Hier geht's weiter. Ja, ein bisschen Spider-Man-mäßig, finde ich. Schon geile Moves auf jeden Fall. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Vorwärts, oder? Wenn Tarleton beim Kommandodeck lügt, wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Hallo, ich bin Dr. George Tarleton, Geschäftsführer und Gründer von Advanced Idea Management.
Oh, wo muss ich den denn mal so oft umbringen? Die Arme, die kann doch nichts dazu. Ja, manchmal ist es nicht so einfach zu sehen, wo man lang muss. So. Hoch ans Seil. Ja, sehr gut. Ja, komm, das packst du. Boah, jetzt sind wir hier gelandet. Nicht elegant, aber geschafft. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt zur Cap-Statue. Hallo, Heroes Park. Lange nicht gesehen. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Zeig dir mal ein A an. Muss ich jetzt hier machen, ist die Frage. Warte mal. Ach, hier geht's ja rein. Nee, doch nicht. Ich da nicht ran oder so? Ich meine... Ist ja merkwürdig. Warte mal, ich drück mal. Alles klar, ich habe das Kreuz mal gedrückt, dann sehen wir ja, wo wir lang müssen. Aim reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Warte mal, hier ist Halten, hier ist irgendwas. Jeder ist ein Kritiker. Schrägstrich Vandale. Alles in Humans. Alle vermisst. Deshalb macht Abu sich solche Sorgen. Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Da lang, aber wie kommen wir da denn hin? Hier lang. Okay. Ey, die ganzen Details sind natürlich Wahnsinn. Kann ich helfen, Großer? Cap. Es ist zu lange her. Hammer liegt da. Tiny Dancer? Her damit. Oh ne, ein paar Betrunkene. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause, Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Oh nein, nein. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä? Huh? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst wohl auf in Humans. Kommt schon, Leute. Scheiß an Partisanten! Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das?
Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Caps Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, sie muss jetzt aber mal einschreiten, ne? Er ist tot, Zack. Sehr gut. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter, heftig. Die hat echt Kräfte. Alles okay? Sehr geil. Ich hab mir nur gedacht, dass da was in ihr steckt, so wie die da rumgesprungen ist auf den Häusern. Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Oh nein, jetzt kommen die Drohnen. Hey! Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Schneller als die Drohne, ne? Das kann ja was werden. Die hinwollen gehe ich nicht hin. Oh. Ja, das war wohl ein bisschen falsch. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und auch im nächsten Teil. Wir werden es weiter suchten. Eigentlich würde ich jetzt nicht gerne aufhören, weil es echt sehr interessant ist und auch richtig Spaß macht. Aber es geht nicht anders. Ich muss ja auch irgendwann jetzt mal Schluss machen. Dann lasst mal ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Macht's gut.